Das kommt jetzt echt ein bisschen komisch. Na warte, machen wir es nicht so. Geh von der Seite her. Das ist nicht so komisch wie. Kim. Ja. Wie? Ja, aber. Ey, ich will eine scheiß Idee nicht mehr. Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Und wer kommt jetzt? Dann gleich auf uns zu, der Gastauftritt des heutigen Tages. Wen haben wir hier? In dem neuen Video, der Gastauftritt. Ladies and Gentlemen, begrüßt hiermit mit mir gemeinsam Paulina Huber. Hello, hello, hello. Wer ist der komische Typ neben Paulina? Keine Ahnung. Fuck off. Den habe ich halt aufgegabelt. Ja. Ist halt halt auch mit dabei. Ja, ich habe Paulina überredet, dass sie mitnimmt. Genau, er wollte da unbedingt mal so teilhaben dabei. Genau. Cool, was ist das da? Wie geht das da? Was machst du da? Ja, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Du bist nur live, oder? Das ist alles live, genau. Das ist der Chat da. Wer schreibt da rein? Alle, die was mich gern anschauen. Okay. Und warum schauen die dich gerne an? Weil ich so nett bin. Weil du nett bist. Ich bin auch nett, warum schaut mich keiner an? Ja, doch jetzt eh. Okay, jetzt auch. Ja. Ja, und weil jemand geschrieben hat, was ist hier los, Sascha, wie oft, und das ist jetzt eine richtig interessante Frage eigentlich, wie oft kannst du Paulina drücken? Nicht jetzt falsch denken, Freunde, wie oft kannst du Paulina hochdrücken, bankdrückenmäßig, ja? Wir haben das schon mal gemacht, ja, nämlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir haben das damals schon gemacht, das Video seht ihr dann hier reinfliegen, gell? Stimmt's, habe ich richtig gesagt. Linke Hand. Linke Hand. Genau, da reinfliegen und wie ich dich stemmen konnte, also Military-Press-mäßig, kann ich mich erinnern, sind wir da. Wie viel hast du da geschafft? Verrat mir nicht, Video auschecken, ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt. Aber jetzt geht's darum, wie man hier dich so hochdrückt. Er versteht echt nicht, dass ich kein Gewicht bin, gell? Das war schon öfters mal, er vergisst dann das ein bisschen so. Ja, die Zuschauer wollen es halt sehen. Nein, ist ja lustig. Also du tust jetzt Bankdrücken mit mir. Ich nehme die zum Bankdrücken, richtig. Also du machst es echt richtig cringe, du machst es richtig peinlich da. Also muss ich echt sagen. Nein, ich hab das jetzt normal gemeint. Ja, normal gemeint, genau. Ey, scheiße, das Video wird schon wieder zu heftig, aber fühle ich. Hey Sascha, immer wenn ich meinen Trizeps trainiere, habe ich... Wow, du kannst nur spinnen. Ah ja. Das bitte weg. Nein. Erkennt ihr das? Wer von euch, schreibt es mal unten in die Kommentarbox, wer von euch hat auch Angst vor Spinnen? Ich habe keine Angst vor Spinnen, aber vor Schlangen. Und Paulina, die greift Schlangen. Mach jetzt die Spinnen weg! Ja, Chefin. Ja. Oh Gott. Das Schlimme ist ja, wenn dann plötzlich die Spinne nicht mehr da ist. Dann wird es wirklich schlimm. Oh. Schneller! Das ist meine Hausspinne, das ist meine Studiospinne. Ja, nimm mal da Papier, ein Glas. Ja, nein, lass da raufklettern und dann lass ich aussehen. Ja. Das ist meine Studiospinne, also die ist immer am Start, bei jedem Workout schaut man die zu. Paulina wird ohne Scheiß, wenn die Spinne sieht im Schlafzimmer und dann wird sie nimmer sehen, die würde nicht einpennen. Die wird vorher das ganze Haus abfackeln, ey, ohne Scheiß. Ja, ausziehen. Oh, 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 oh Gott! Na, Scherz, ich hab's eh nicht. Wo ist die jetzt hin? Irgendwo da am Schreibtisch! Nein, ich hab's da drin. Nein! Ich muss jetzt aussehen. Du die jetzt weg, die ist doch jetzt irgendwo da oben gefallen. Ich find's nicht mehr! Oh Gott! Immer das Gleiche. Schatz, die ist doch jetzt irgendwo da bei deinem Buch. Bei deinem Buch da irgendwo. Ja, das ist so klein. Oh, da ist. Oh. Die stürzt sich tot, schau. Ja, das ist jetzt die bitte ist nicht weg. Tot. Das bitte weg. Tschüss, bitte. Ohne Scheiß. Alter, die ist so klein. Ja, ich hab sie nur zusammengerollt. Jetzt tu es bitte aussehen. Den weiß ich nicht einmal. Die ist arm. Ich bin wieder da. Plötzlich Eskalation. Ja, Eskalation. Aber, wo waren wir? Wo sind wir stehen geblieben? Ja, Bankdrücken. Du wolltest mich wieder mal als Gewicht verwenden zum Bankdrücken. So, gut, also kommen wir zurück. Also, wir machen es jetzt so. Ich versuche jetzt Paulina so oft wie möglich hochzudrücken. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt klappt. Ich bin dann... Wie ein Brettl. Flach wie ein Brett. Flach wie ein Brett. Ich drücke die einfach so auf die Kon. Mit guter Ausführung. Ich habe keine Ahnung, wie oft das geht, Freunde. Aber was schätzt? Ihr müsst jetzt auch einen Tipp abgeben. Was schätzt du? Ich glaube, du bist jetzt nicht so schwer. Wie viel hast du? 48. 48 Kilo, also 50 Kilo. Ihr wisst ja, Freunde, vielleicht kennt ihr auch das Video, was ich da, meinen Rekord beim Bankdrücken, das waren ja, verrate ich jetzt nicht, schaut euch das Video an. Also um einiges mehr kann man schon mal sagen. Aber das Ding ist, du bist halt echt so,
Du hast keine Griffe. Ja, ich bin kein Gewicht, richtig, Schatz. Ja. Schon langsam wird's. Ja, ja, du hast keine Griffe. Dementsprechend schwierig. Es ist viel schwieriger als Gewicht. Ja, und je nachdem, wie stark du die Spannung halten kannst, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie gut das dann geht. Ich gebe mein Bestes. Möchtest du einen Tipp abgeben? Gib mal einen Tipp in der Kommentarbox ab. 29, 10, 7, 6, 60. Okay, okay. 10.000. Ja, gib mal einen Tipp ab. Okay, kannst, ehrlicher Tipp. Ja? Ich glaube, meine ehrliche Schätzung wäre 25. 25, so viel. Ja, ich glaube. Aber... Das ist schon viel, Schatz. Ja, wenn ich weiß, keine Ahnung. Das ist schon viel. Vielleicht schaffe ich es auch nur fünfmal. Fünfmal, glaube ich, geht schon. Na, fünfmal schaffst du locker. Ja, aber schaffen wir es überhaupt? Ja, keine Ahnung. Ja, eben. Okay, wir müssen es testen. Aber da müssen wir die Kamera irgendwie... Geht es so, oder? Sieht man da was? Also, wie machen wir? Okay. Okay, gehen wir so. Dann muss ich noch Okay. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Was muss ich da? Einfach so ganz unter Spannung. Einfach Spannung. Spannung halten. Oh Mann. Das kann jetzt was werden. So, das kann jetzt was werden. Spannung halten, Beast Mode on. Also, Shirt geht weg, völlige Eskalation. Ihr wisst Bescheid. Also, pumpt das Jahrtausend, ihr kennt euch aus. Übrigens, jetzt mal Real Talk, weil viele fragen: Ey Sascha, was für so ein Spaß zu fragen, wie rasierst du eigentlich deinen Oberkörper? Ich kann euch nur empfehlen, der Body Groomer ist jetzt vom Process draußen. Ich habe es vorher auch immer mit dem von Braun gemacht, mit dem Rasierer. Jetzt gibt es einen speziellen Körperrasierer. Also, der geht super. Oberkörper. Dies, das, jenes, ihr wisst Bescheid, kann man alles super trimmen und anpassen und wegrasieren. Auf jeden Fall, ich verlinke ihn euch in der Videobeschreibung, kann ich wirklich empfehlen. Also jetzt kurz mal Real Talk, nicht schon wieder hier. Dirty Thinking, Real Talk, Freunde, war... Babyweiche Haut. Ja, aber jetzt genug Gelaber, Beast Mode is on, let's fucking get to it. Okay. Also, ich sag 25 Wiederholungen, ich weiß nicht, ob ich schaff's, ich gebe mein Bestes. Was soll ich sagen? Ich muss auch was sagen. Ja, sag was. Ja, keine Ahnung. Ja, super. Ja, 26. Okay, so. Da, was muss ich da? Was soll denn? So, wollen wir so, sein? So, und so? Ja. So. Ja, wie sonst? Das kommt jetzt echt ein bisschen komisch. Na warte, machen wir es nicht so. Geh von der Seite her. Das ist nicht so komisch wie. Kim? Ja. Wie? Ich will eine scheiß Idee nicht mehr. Das ist, glaube ich, so ein Trend auch auf TikTok oder so. Irgendwo habe ich das gesehen auf Insta. Wo nimmst du? So. So. Ich wollte auch hinten, muss leider so. Woanders nehmen. Wow, bist du schwach. Das soll mal eine Frau nie sagen, Freunde. Oh, du brauchst okay, geht. Ja, ja, ja. Okay. Mach dir mal gerade. Fierst gerade auf. Gerade auf die Fierst. Du musst weiter unten, ey. Ja, doch, wieder unten. Ja, ja, doch unten. Ja. Oh, boah, den Daumen nicht so ein. Ja, kenn ich. Nimm weiter unten. Ey, kann ja mal. Fierst auf. Ja, du mal, fangen wir mal an. Leg dich her, leg dich her. Ja, das Gewicht stimmt nicht. Okay, jetzt geht's. Okay. Bereit? Ja. So. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Oh. Ich habe den Kopf zusammen, Dusch. Zehn, elf. Oh Gott. Ah. Oh, entschuldige. Oh. Oh, so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. Genau, wir müssen das nochmal machen. Ah, okay. Was ist das Problem ist, du tust zu viel Schwung und dann verliere ich Spannung. Du brauchst mehr Spannung, ey. Ja, ich weiß, aber wenn du so, da fliege ich so herum. Kannst du nur, da brauchst du Pause. Ja, geht. So, geht's jetzt? Ja, ja, warte. Den Kopf weg, weil wir duschen den Kopf zusammen. Schau, wie hängst du durch? Wie eine Banane! Oh. 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 Na, so, das war's. Mehr okay. Geht nicht mehr. Scheiß drauf. Mehr okay, geht nicht mehr. Okay. Es gibt ein Problem dabei. Was ist das Problem? Sobald du schon ins Schwingen kommst, Ja. Wird es einfach wackelig, das Ganze. Aber es war nicht so schlecht. Es war nicht so schlecht. Aber ich hab mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich hab auch mehr erwartet. Ich hab gesagt, 25 Wiederholungen. Ey, was ist mit Beast Mode? Aber ich hab alles gegeben. Es war einfach ein Fail, aber ich sag mal so, Relationship Goals, oder Freunde? Spaß muss sein. Nehmt das mit Humor. Ist ein Spaßding, ganz spontan hier. Weil's hey, schau mal, nimm Paulina quer. Weil sie es viele von euch gewünscht haben. Quer? Dass ihr von Ja. Oben wie ein Kreuz... Ja, ich muss mich anders hinlegen. Ah, ja, nicht noch mehr, Alter. Oder? Das konnte echt klappen.
Ihr habt echt so scheiß Ideen, Freunde. Was habt ihr für Ideen? Ja, quer. Geht's? Ja. Entschuldige. Entschuldige. Naja. Das ist zu riskant. Ist zu riskant. Nein, probieren wir noch nicht. Probieren wir noch mal. Ah, meine. Okay. Geht's? Ja. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, wie wird's schief? Zwölf! Oh Gott! Okay, wir lassen es. Ende! Ende! Ja, Freunde, hat doch relativ gut geklappt. Ohne Vorbereitung. Nein, wir haben es noch nie geübt. Und der Pump ist da? Also ohne Scheiß, der Pump ist da? Also bin ich ein gutes Gewicht. Ja, bist du super Gewicht? Ich bin ein super Gewicht. Bist du super Gewicht? Super Hantel. Du bist schwerer als meine schwarze Hantel. Das wird dir zu denken geben. Das war schon immer. Spaß. Natürlich Spaß, ganz klar, gell? Das war schon immer mein Ziel, dass wer sagt, du bist ein super Gewicht. Du bist ein super Schwarzgewicht, ja? Super Gewicht! Ah, so. Na, also, wir haben uns geschlagen. Was, wir haben uns geschlagen? Wir haben uns geschlagen. Wann? Wie haben wir uns geschlagen? Ach so, wie? Ich bin nicht so schlecht. Wenn man eine Hantelbank auf Wish bestellt. Hallo. Ja, Freunde. Das war's. Das war jetzt aber ein bisschen. Ja, das war jetzt eigentlich ein bisschen gemein. Aber ist doch ein gutes Zeichen, weil dann bist du eigentlich keine geborene Hantel. Und wer, was für Mädel möchte schon geborene Gewicht sein, oder? Ja. So, kann man das so sagen? Ja, Freunde, so, das sind also Relationship Goals. Ja, also alles mit Humor nehmen, hat richtig Spaß gemacht. Aber eine coole Idee von euch, aber trotzdem auch ein bisschen eine weirde Idee auf jeden Fall. Naja, mal schauen, ob wir mal wieder sowas machen, aber ich glaube ja nicht. Ich sage mal, wir machen es glaube ich nimmer. Nein, vielleicht besser nimmer. Eher nimmer. Aber wir können es auch gerne mal umgekehrt probieren. Möchtest du mir drucken? Möchtest du mir aufgedrucken? Das will ich sehen. Eher so oben, in den Boden rein. Ja, am besten, wir lassen das Thema jetzt. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Peace out. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.